Wie sieht man, sieht nicht mehr so schön aus. Wir werden bald Vizima erreichen. Riecht ihr das? Ja, Rauch. Etwas brennt. Schwer und stickig. Wie strohgedeckte Hütten. Verdammt, Geralt, seht! Ryla hat ja schon gesagt, dass das geschehen ist. Verdammt, Geralt. Ich kann nicht glauben, was ich sehe. Ihr solltet inzwischen an den Anblick des Krieges gewöhnt sein, Rittersporn. Wir sollten uns niemals an Gewalt und Gräuel gewöhnen, vor allem nicht die Zartfühlenden unter uns. Zum Glück haben wir Mutanten keine Gefühle. Wolltet ihr das sagen? Seid still und sagt mir, wie es weitergeht. Berengars Brief enthielt einige Hinweise. Als erstes müssen wir in die Stadt. Das wird weder einfach, noch ist es sicher. Zugegeben. Aber ich werde so kurz vor dem Ziel nicht aufgeben. Die Nase auf dem Boden, immer der Spur folgend. Ihr seid wie ein Bluthund auf einer frischen Fährte. Alt-Vizima erwartet uns. Es ist vermutlich der Schauplatz der heftigsten Kämpfe. Und dann wäre da noch die Pest. Wir müssen dort hinein. Endlich werde ich herausfinden, wer hinter den Salamandra steckt. Geralt. Berengars Brief? Seid ihr sicher, dass ihr mitkommen wollt? Ich würde euch nie im Stich lassen. Ich will euch helfen. Aber es könnte heftig werden. Glaubt ihr etwa, ich hätte Angst? Bestimmt nicht. Oh Mann. Ja. Ich muss nach Alt-Vizima gehen, um dort den Boss der Salamandra aufzustöbern. Hatte ich nicht mal eine Folge gemacht, die hieß Der wirklich letzte Kampf gegen die Salamandra oder so? Alle Spuren führen dorthin. Ich wusste, ihr würdet früher oder später zurückkehren. Ihr habt viel versäumt. Seid gegrüßt, Vincent. Warum seid ihr hier? Ich bin für König Radovids Sicherheit verantwortlich, solange er in Temerien ist. Wir hätten ernsthafte Probleme, wenn ihm irgendetwas zustößt. Ist Foltest zurückgekehrt? Ja, er ist in Alt-Vizima. Seit wir wissen, wessen Befehle wir befolgen, hat die Moral sich sehr verbessert. Ich muss nach Alt-Vizima. Ich allein komme ja vielleicht rein. Aber nicht mit... Könnt ihr mir folgen? Was ist los? Ich habe einen Auftrag für euch, Rittersporn. Es geht um König Radovid. Die lose Zunge des Hexers wäre ein Risikofaktor. Warum habe ich bloß das Gefühl, dass ihr etwas vorhabt? Es stimmt. Ich bin nicht dafür geschaffen, mit Königen zu verhandeln. Abgemacht. Rittersporn wartet im Lager des Königs auf mich. Geralt, ihr tut, was ihr tun müsst. Wieso fragt Geralt erst, ob Rittersporn mitkommt, wenn er ihn loswerden will? Auch nicht schlecht. Warte mal, ich will mal gucken, wer hier noch so ist. Hast du was zu sagen? Danke, Geralt. Danke nochmal. Ja, gern geschehen. Wie geht es den Mädchen? Die reden immer noch von euch. Und Shani und ich sind Freundinnen geworden. Schön. Ich hoffe, es geht ihr gut. Sie behandelt Kranke und Verwundete, egal zu welchem Volk sie gehören. Nicht alle sehen das gern. Verstehe. Leider habe ich sie nicht mehr gesehen, seit das alles angefangen hat. Ich werde versuchen, sie zu finden. Lebt wohl. Ja, Rittersporn. Ah, Radovid. Seid gegrüßt, Geralt. Euer Hoheit. Glückwunsch zu der Sache mit dem Professor. Der anmaßende Pimpf wollte mich einmal erpressen. Danke für die gute Nachricht. War mir ein Vergnügen. Was führt euch hierher? Das Feuer. Ich will die Salamandra erledigen. Einige Leute, die mir wichtig sind.
Beides? Ich nehme... Einige Leute, die mir wichtig sind, brauchen meine Hilfe. Ich wünsche euch viel Glück. Wie ist die Situation in Vizima? Totales Chaos. Aber dank meiner Agenten ist Foltest zurückgekehrt und versucht nun, die Ordnung wiederherzustellen. Verstehe. Ich würde mich gern auf den Weg machen, Euer Hoheit. Lebt wohl. Alles klar. Na dann. Hier, mit euch brauche ich nicht sprechen, glaube ich. Sind wir die Armee oder die verdammte Stadtwache? Gut, dann auf nach Alt-Vizima. Das war ja hier oben links, wenn mich nicht alles täuscht. Sultan! Ah, ihr kommt genau rechtzeitig zur Prügelei. Sieht ruhig aus. An der Front ist es ruhig. Hier ein kleines Scharmützel, da ein paar Pöbeleien und dann ist wieder Ruhe an der Front. Yevin hat gesiegt. Fast alle Anderlinge Vizimas haben zu den Waffen gegriffen. Wie ist das passiert? Als der Orden anfing, Frauen und Kinder zu töten, haben selbst die angepasstesten Elfen rebelliert. Das war die dümmste Aktion seit der Zeit von König Desmond. Vielleicht wollte der Großmeister die Anderlinge provozieren. Als wäre es nicht schon schlimm genug gewesen, sind auch noch Gerüchte aufgetaucht, dass Anderlinge nach Alt-Vizima umgesiedelt werden sollen, weil wir anfälliger für die Pest sind. Das ist natürlich Unsinn! Was macht ihr hier? Wir müssen die angreifenden Ritter abwehren. Dann will ich die Zivilisten und Shanis Patienten aus Alt-Vizima wegbringen. Shani ist in Alt-Vizima? Sie hat eine Art Feldlazarett organisiert. Und sie erwähnte euch. Ich werde versuchen, zu ihr durchzubrechen. Okay, das lesen wir gleich mal. Sultan bat mich, Shani aus Alt-Vizima zu geleiten, denn dort tobt eine Rebellion. Ich werde sie beim Krankenhaus finden. Okay, die haben da auch ein Krankenhaus? So langweilig, ja. Ah, es sind ja alle gegen mich immer noch. Oder? Kämpfst du gegen mich? Ja. Super. Das ist wunderbar. Meine Güte. Es war echt eine miese Entscheidung. Ich wollte jetzt nicht hier alle Seiten bekämpfen. Das ist dann doch ein bisschen doof. Na toll, den Zwerg habe ich auch umgeworfen. Wunderschön. Ach man, es tut mir nur leid. Ich will gar nicht. Ja, tschüss, ich gehe jetzt. Ich gehe. Nein, kann ich nicht. Denn im Kampf kann man, nicht verlassen. Nee, es sind keine Monster. Ich muss nicht das Silberschwert nehmen. Das wollte ich jetzt gerade machen. Ich muss mal ganz kurz hier weg. Was habe ich denn hier? La la la. Ja, das kann ich mal nehmen. Ah, wartet, ich muss mich erst regenerieren. Nein! Ich ziehe noch mehr Leute an. Hallo? Wieso treffe ich ihn hier nicht? Okay, der geht jetzt. Oh Mann, es kommen ja immer mehr. Warum? Was soll das?
Kommt her! Ich will euch nicht bekämpfen, ehrlich. Ich hab's nicht so gemeint. Ich hab kein Absud mehr. So eine Scheiße. Verteidigt euch, Männer! Es tut mir wirklich leid. Ich wollte das nicht tun. Aber da ich es getan habe, kann ich dich mal looten. Was? Eichhörnchenquaste? Was ist das? Zeichen der Skoyatel? Das nehme ich mal. Noch eine. Ich glaube nicht, dass ich so viel brauche, oder? So. Wir haben ja kein Geld, ne? Ich will nach Alt-Visima. Oh Mann. Ach, jetzt geht das Kapitel 5 erst los. Euer Hoheit, das ist Wahnsinn. Ihr solltet euch nicht solchen Gefahren aussetzen. Wartet hier und lasst mich eine stärkere Streitmacht ausheben. Unsinn! Dies ist meine Stadt, die Hauptstadt meines Königreiches. Ich regiere dieses Land und ich weigere mich, wie ein Dieb durch seine Gassen zu schleichen. Euer Hoheit! Seid still! Ihr wisst doch selbst, dass diese Geheimdienstberichte das Papier nicht wert sind. Ich will mich persönlich überzeugen. Anderlinge greifen an! Beschützt den König! Die Freiheit! Tötet die Däune! Ich hänge euch an euren Eingeweiden auf, Mensch! Der Großmeister! Wir sind gerettet! Ihr seid zurück, euer Hoheit. Er läuft immer noch. Es ist nicht zu spät. Euer Königreich braucht eure Hilfe. Ihr solltet wissen, dass Könige nie zu spät kommen, Chuck. Euer Hoheit, Flammen verzehren die Stadt. Und das Blut eurer Untertanen lässt die Rinnsteine überlaufen. Dies ist nicht die Stunde für Worte. Taten sind gefragt. Und was schlagt ihr vor? Gestattet mir, eure Armee zu befehligen und gewährt mir Handlungsfreiheit. Niemals. Nur über meine Leiche. Diesmal war es knapp. Nächstes Mal kommt meine Hilfe vielleicht zu spät. Ich habe genug gesehen. Velarat, zurück zur Burg. Was macht er denn hier? Er war urplötzlich da. Dafür scheint er eine Begabung zu haben. Was soll ich mit ihm machen? Er kommt mit uns. Ich muss etwas mit ihm besprechen. Hexer von Riva. Euer Hoheit, ich bin geehrt. Wie ihr euch sicher denken könnt, habe ich euch nicht aus einer Laune heraus hierher gerufen. Eine ernste Sache bedrückt uns. Ein Fluch bindet meine Tochter. Ihr sollt ihn aufheben. Ich habe alle versammelt, die helfen könnten. Devet war das letzte halbe Jahr der Adjutant der Prinzessin. Velarat kennt Ada seit ihrer Kindheit. Und Trismerigold ist wegen ihrer umfangreichen Kenntnisse der Magie und ihrer weiblichen Intuition hier. Sprecht mit ihnen und denkt über die Sache nach. Wir werden uns in Kürze wieder darüber unterhalten. Wie ihr wünscht, euer Hoheit. In der Zwischenzeit bedürfen gleichermaßen bedeutsame Dinge unserer Aufmerksamkeit. Ich höre zu, euer Hoheit. Hexer, stellt euch vor, ihr kehrt von der Jagd auf ein Ungeheuer, auf eine Kikimore beispielsweise, zurück und müsst feststellen, dass euer Heim ein Hurenhaus geworden ist. Euer Hoheit. Ich bin noch nicht fertig. Eure Statthalter haben versagt. Ein Verräter will euch aus dem Haus eurer Ahnen vertreiben.
Wärt ihr da nicht auch erzürnt? Würdet ihr nicht auch noch mehr Blut vergießen wollen? Verzeiht mir, Euer Hoheit, aber Hexer mischen sich nicht in Politik ein. Ja, die berühmte Neutralität. Leider kann ich mir diesen Luxus nicht leisten. Beide Seiten haben meine Stadt zum Schlachtfeld gemacht. Beide werden gebührend bestraft. Ich verstehe, Euer Hoheit. Aber wie kann ich helfen? Für den Anfang könntet ihr etwas enthusiastischer darüber sein, einem König helfen zu dürfen. Ihr könntet mir anbieten, jeden zu töten, den ich tot sehen möchte. Vergebt mir, Euer Hoheit, aber... Schweigt, Hexer, bevor ihr noch zu viel sagt. Regenten reagieren ungnädig auf mehr als eine Zurückweisung. Ich bin mir sicher, ihr habt recht, Euer Hoheit. Ich muss mich um dringende Angelegenheiten kümmern. Sprecht mit diesen klugen Köpfen, sammelt ihre Weisheiten und vergesst meine Tochter nicht, Hexer. Ich zähle auf euch. Ich werde es nicht vergessen. Mein Diener ruft euch, wenn ich mehr Zeit habe. Ihre Majestät, die Striege. Ja, wir erinnern uns, das ist ja ganz am Anfang schon passiert, dass wir die Striege zurückverwandelt haben. Lang lebe Volltest! Beziehungsweise hat das Geralt im Alleingang gemacht. Diesmal müssen wir das machen. Lang lebe Volltest! Ja, okay, ist gut. Also nichts Neues. Alles nur dieselben. Graf de Wett, es ist uns eine Ehre. Hexer! Graf? Keine Titel, bitte. Begraben wir frühere Missverständnisse im Namen der höheren Sache. So sei es. Geralt. Was ist denn mit dem passiert? Der König möchte, dass ich Adar von dem Fluch befreie. Das kann ich mir denken. Ihr hattet schon einmal Erfolg, auch wenn es euch fast das Leben gekostet hat. Das Auftauchen der Striege besiegelt Volltests Ende. Viele sagen, er hat die Götter beleidigt. Erinnert ihr euch, wie sie zum ersten Mal zur Striege wurde? Helf mir auf die Sprünge, das werde ich, aber es kümmert mich nicht, was die Leute reden. Mich interessiert die Gegenwart. Was? Hä? Naja. Helft mir auf die Sprünge. Als Volltest jünger war, war er unersättlich. So sehr, dass er seine eigene Schwester geschwängert hat. Ihr Kind starb bei der Geburt, wuchs aber in seinem Sarg weiter heran und kam nur zum Fressen heraus. Dann seid ihr aufgetaucht und habt den Fluch gebrochen, aber offenbar nicht vollständig. Die Rückkehr der Striege beweist, dass die königliche Dynastie verflucht ist. Die Leute sind empfindlich, was solche Zeichen angeht. Kein Wunder, dass Volltest möchte, dass ihr die Striege tötet. Ich dachte, ich sollte den Fluch aufheben. Hab ich auch ihr so verstanden? Sollt verhindern, dass die Striege ein Schandfleck für den König wird. Die Chance, den Fluch von ihr zu nehmen, ist minimal. Ich habe Gerüchte gehört, wonach eine zusätzliche Belohnung für den Tod der Striege ausgesetzt wurde. Ich bin nicht an Gerüchten interessiert. Das solltet ihr aber sein. Es ist eure Entscheidung, Hexer. Aber ihr solltet darüber nachdenken. Lebt wohl. Hat er nichts weiter zu sagen? Geralt. Fürchtet ihr nicht den Zorn des Königs, Devet? Wie kommt ihr darauf, Hexer? Volltest sah ziemlich wütend aus. Er sagte etwas von Blutvergießen. Er meinte eindeutig das Blut von Verrätern und Anderlingen. Vielleicht entlässt er jetzt endlich diesen Versager Velerat. Lebt wohl. Warte mal, ist der noch da? Können wir den nochmal fragen? Ich bin mir sicher, dass der meinte... Velerat? Nee, der ist gegangen. Dass wir nur den Fluch aufheben sollten. Seid gegrüßt, Geralt. Seid gegrüßt, Velerat. Ich sah euch mit dem König sprechen. Es schien recht unangenehm zu sein. Es könnte schlimmer sein. Geralt!
Der König hat mir von Ada erzählt. Es ist schrecklich. Ihr habt uns ja gesagt, der Fluch könnte wiederkommen. Könnt ihr ihn ein zweites Mal brechen? Wir werden sehen. Obwohl ich es leid bin, Dummköpfen zu helfen. Nein, wir sind mal lieb. Wir werden sehen. Ihr scheint euch gut an das letzte Mal zu erinnern. Gewiss doch. Ihr seid von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang in dem alten Herrenhaus geblieben, wo die Striege ihren Sarkophag hatte. Der Lärm, den ihr gemacht habt, hat die halbe Stadt wach gehalten. Wir gingen im Morgengrauen zum Herrenhaus und sahen euch beide in einer Blutlache vor dem Sarkophag liegen. Ihr habt kaum noch geatmet, aber die Prinzessin war geheilt. Der Verräter Ostrid war tot, der König überglücklich. Gibt es diesmal viele Opfer? Ich weiß nicht recht. Heutzutage liegen mehr Leichen herum, als Fliegen auf einem Dunghaufen sitzen. Wisst ihr, wo die Striege tagsüber schläft? Nein, aber sie wurde in Alvisima gesehen. Vielleicht jagt sie dort. Es wird nicht ungefährlich, die Prinzessin von dem Fluch zu befreien. Stimmt, aber der König hat so seine Mittel, euch zu ermutigen. Wir werden sehen. Macht, was ihr wollt, aber vergesst nicht, Foltest liebt seine Tochter über alles. Ich weiß. Geralt. Hab ich doch gewusst. Ich meine, warum sollte der wollen, dass seine Tochter stirbt? Habt ihr kein bisschen Angst, Velarad? Der König schien wütend zu sein. Auf mich? Ich an eurer Stelle würde aufpassen, was ich sage. Ich habe Temerien mein Leben lang gedient. Wenn sie mich verurteilen, gehe ich hoch erhobenen Hauptes zum Galgen. Lebt wohl. So, und Triss natürlich. Geralt, ich habe mir Sorgen um euch gemacht. Ich war ebenfalls besorgt. Und ich bin stolz auf euch. Ich habe gehört, wie ihr für Alwin gekämpft habt. In Visima gehen schreckliche Dinge vor. Das ist wahr, aber der König stellte mich unter seinen Schutz. Sagt mir, wo ist Alwin? Alwin ist plötzlich verschwunden. Trotz des Amuletts, das ich ihm gegeben habe. Er ist verschwunden? Das ist schrecklich. Er könnte überall in Raum und Zeit sein. Ich hatte gehofft, das Amulett würde diese Fähigkeiten blockieren. Ich hoffe, es geht ihm gut. Triss, ich habe nachgedacht. Über uns. Ach, Geralt. Ich liebe euch und ich will bei euch sein, egal was geschieht. Wir sollten uns nichts vormachen. Es ist unmöglich. Nehmen wir die Schnulz-Variante? Ich mach's mal. Ich liebe euch. Und ich will bei euch sein, egal was geschieht. Die Liebe ist das einzig Schöne in diesen schrecklichen Zeiten. Geralt. Ich könnte mich ändern. Weniger Risiken eingehen. Wir finden Alwin. Leben zusammen. Ich baue ein Haus. Ein Haus? Ein schöner Traum. Ihr könntet Pferde und Schafe züchten und ich würde mich um den Garten kümmern. Kochen. Wir könnten verkaufen, was wir ernten, um Kupferpfannen und eiserne Rechen zu kaufen. Wir könnten in Würde altern. Abends spielt ihr auf einem selbstgebauten Dudelsack für mich, als Mittel gegen die Melancholie. Es tut mir leid. Ich wollte nicht. Geralt, sagt etwas. Ich will euch nicht verlieren. Ich bin doch hier. Es sind schlimme Zeiten. Und das Wichtigste ist, dass wir überleben. Träumen können wir, wenn dieser Wahnsinn vorüber ist. Triss, ich... Ich liebe euch auch, Geralt. Bis ans Ende der Zeit. Na, aber ich hab's selbst gehört. Das klang sehr unrealistisch alles. Triss, du bist eine wirklich tolle Frau, aber... Ich glaube nicht, dass das so läuft, wie ihr euch das gerade ausgemalt habt. Wie dem auch sei, ich beende die Folge an dieser Stelle wieder. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.